Gelangen Sie zu Sherlock Cartier Worlds? Ja, damit fangen wir heute in der Folge mal an. Wir werden uns hier mal in diesem miesen Scheißwetter vorwärts begeben. Sieht irgendwie so aus, wenn wir da hoch könnten. So, bei jedem anderen Spiel könnte man wahrscheinlich da hoch. Aber nein, wir gehen ordnungsgemäß über die Leiter nach oben. So wie sich das sicherheitstechnisch gehört. Und können. Ja, hier leider nicht mehr auf den Hubschrauber drauf springen. Boom. Also, wo geht's rum? Müssen wir wohl wieder zurück. Oder aber wir finden hier noch irgendwie was zum Sammeln. Vorne noch irgendwas, wo wir sowieso nicht hin konnten vorher. Nope. Na, hier ist doch was. Hier ist doch was, wo man hochklettern kann vernünftig. Wo wir bisher noch nicht waren. Und was auch so aussieht, als wenn man hier doch weiter könnte. Dort ist ein Bild. Ist da was? Ein Eiffelturm. Da können wir doch hier rein, oder? Würde ich sagen. Hier ist das schon wieder so ein Schmuddelschuppen ist er doch hier wieder. So ein Schmuddelschuppen. Mal gucken, ob in dem Schmuddelschuppen auch Schmuddelverstecke sind. Was? Hier kann ich nicht durch. Oh, die sieht aber ein bisschen tot aus. So was passiert eigentlich nicht in so Schmuddelschuppen. Was stehen die denn hier alle rum? Hübsch sind die aber nicht. Janine is waiting for you. Ja, genau. Sehe ich das auch. So, wir kommen leider nicht in einen der Räume von den Alten rein. Die werden hier mal betankt oder aufgeladen, was auch immer man mit diesen Robotern macht. Damit die hier ihren Zweck erfüllen. Wir hangeln uns dann mal hier weiter durch Paris durch. An sich eine schicke Stadt, wenn es nicht die ganze Zeit pissen würde. So, nicht ganz runter, oder? Können wir ganz runter? Wir könnten nicht ganz runter, da ist alles voller Wasser. Das sollten wir schön bleiben lassen. Lieber nicht, lieber nicht. Endlich mal coole Mucke hier. Iktat. Ah, Fashionladen. Die irgendwo hier zwischen den Sitzen was versteckt. Da geht doch. Irgendwo musste doch mal was kommen. Oh, direkt abgeriegelt. Trust us, we won't forget you. Ah, sie wollen alle unser Gedächtnis und uns alle nachher in dieses dumme Gefängnis, was wir ja leider platt gemacht haben. Schade, schade für die stecken. Oh, wir kommen wieder nach oben hier. Das ist doch schön. Trace hat die Zentrale mit Kugeln durchsiebt. Codes haben. Mit den Codes dürften wir eigentlich auch reinkommen jetzt mittlerweile. Oh oh. Hey, ihr Verwandlungskanalien. Macht euch nützlich. Schnappt sie! Was sind das denn für welche? Was ist das denn für... Das ist aber echt strange. Man kann den die kontrollieren, oder was? Also vor allem schnell, ey. Muss man echt aufpassen. Komm, Combo, Combo. Jawohl, haben wir die Combo durchgekriegt. Oh oh, oh oh. Stopp, stopp, stopp. Ich muss mal eben schauen, welche ich jetzt gemacht habe für mein Leben, weil die wäre schon wichtig. Die Treten-Kombo, die ist... also die Schlagen, Treten, Treten, Schlagen, Treten, Treten. Ist für Leben. Das heißt, ich fange mal an. Nee. Schlagen, Treten, Treten, Schlagen, Treten, Treten, Schlagen, Treten, Treten. Schlagen, Treten, Treten, Schlagen, Treten, Treten. Alter, war das knapp mal wieder, ey.
geht ja gar nicht klar, was ist denn jetzt hier? Oh oh. Mehr von den Homos. Erstmal das dumme Schild weg. Schlagen, treten, treten. Aber nicht genau die Kombi, die ich haben will. Die will ich hier haben. Die macht sie nämlich doppelt so stark. Und dann sind wir gleich nämlich ganz schnell wieder voll. Und dann können wir auch mal hier einen Special Attack einsetzen. Finde ich. Und ich habe ja gelesen, die Logikbombe, die ist ja hier schon ein bisschen gefragt. Sagst du? Und die macht auch richtig Damage. Oh, der hat mich aber gut getroffen. Und die werden wir gleich direkt nochmal einsetzen. Bietet sich jetzt bei so vielen Gegnern echt an. Da kann ich ja mit meinem... mit meiner Reiserei kann ich schon was anfangen. Aber halt nicht so mega krass. Vor allem nicht gegen... Nicht gegen den. Da muss ich meine Special Moves einsetzen. Sonst kriege ich nämlich gar kein Leben. Fangen wir neu an. So, ist ein bisschen Leben dabei. Erstmal Leben holen. Oh, der nächste. Oh, und noch so ein dummes Schild-Kick-Ding. Oh oh. Man muss echt aufpassen mit den Kreisen. Alter, es gibt aber hier volle Hütte, ey. Drei Stück von denen und der hat auch noch seine Scheiß hier. Wo ist denn das komische Roboter-Ding? Was denn Frieden? Nehmen wir... Ja. Eingehen, ey. Das macht richtig schön Damage an allen Leuten. Das ist auch gar nicht schlecht. Muss ich nur alles wieder aufcrashen. Und echt mit meinem Leben aufpassen, das ist echt nicht gut. Da muss ich echt immer den zweiten Schlag auf jeden Fall treffen. Sonst komme ich hier echt mit meinem Leben gar nicht klar. Jawohl. So, 16 Sekunden noch Cooldown hier für meine Logikbombe. Ich kann mit der auch durchstarten wieder. Wow. Ah, knapp. Er hat mich trotzdem erwischt. Und auch meine nächste Fähigkeit hier. Lässt noch zu wünschen übrig. So, Logikbombe setzen wir dann mal auf. Ein bisschen gucken, dass wir möglichst ihn hier vorne erwischen. Ich wollte gerade sagen, wir können nur dich auswählen hier. Genau, dann nehmen wir den linken. Leute. Nice! Zwei Stück noch getroffen. Und dann hat er über alle da außer Gefecht gesetzt. Sehr gut. Sehr gut. Das hat mir zwar Schaden gemacht, aber er ist endlich tot. Ach komm, mit deinem Scheißschild. Und damit haben wir doch die Gruppe ganz gut platt gekriegt. Jetzt kann man dich hoffentlich mal totballern. Jawohl. Und dann haben wir nämlich endlich. Mein Gott. Aktiviere Captain Traces Reminiszene. Sein geborstenes Gedächtnis soll sprechen. Wollen wir mal gucken, wie er reingekommen ist. Hier an das Tastenfeld. Fehlgeschlagen, da war ich zu spät. Naja, man muss je nachdem bei den Szenen immer schnell genug auf die B-Taste drücken, also richtig heavy draufknüppeln. Ja, und wenn man das ein bisschen schludert, dann ist bitter. Hey.
Verarbeitung läuft. Geh auf. Nix Verarbeitung läuft. Oh oh. Muss ich jetzt nach der Reihenfolge treffen? Wahrscheinlich noch in gewisser Zeit. Und... eins, zwei, drei, vier... What? Okay. Man kann Code eingeben, oder was? Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine erste ist ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. 07. Ich glaube, eine Spinne hat 8 Beine. Durch eine Tür. Was habe ich den ersten? Den ersten leider nicht ganz gecheckt. Von allen zusammen. Meine zweite von allen zusammen. Ist 1. Meine dritte 0, hat all ihre Sinne. 7 Sinne. Meine vierte und 8 Beine. Und alles in allem geht durch eine Tür. Ja, Leute. Da geht's jetzt los. So. Nein, meine Auge. Dingens. Was hatte ich? Die erste ist meine irgendwas erste mit allen zusammen. Zweite von allen zusammen. Meine erste ist zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei absolut. Meine dritte hat all ihre Sinne. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Die 9 Beine? Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Ich habe keine Ahnung, wie viele Beine eine Kackspinne hat. 2 ist das zweite, wenn man sie alle zählt. Absolut 0 ist gefroren. Du hast 5 Sinne. Nein! Spinne hat 8 Beine. Oh, das ist ja Fail. Die 5 Sinne meint er dann. Dann halt 0. Ach komm. 0. Ich dachte, er meint die 7 Sinne. Und eine Spinne hat 8 Beine. Boom! Dann haben wir es auf. Da haben wir es auf und dann können wir ins Hauptquartier einmarschieren. Memorize. Kalt hier drin, oder was? Nillin natürlich pitschepatsche nass. Und hier sieht es auch schon so aus, als wenn hier irgendwo mal was versteckt gewesen wäre. Was wir irgendwie einsammeln können. Oder auch nicht. Oder doch. Hier auf jeden Fall nicht auf der Seite. Das ist es also. Rückverwandlung. Scylla Cartier-Wells großes Projekt. Leaper, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottene Gehirn heraus. Zurück an die Arbeit. Junge, Junge, Junge. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. Eine Superbitch, ja, das ist auch so. Oh, da bleibt er schon stehen. Ja, sie ist eine super Bitch. Zurück an die Arbeit. Ist aber nicht so nett eure ausgedrückt. Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite.
Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Wir kommen noch rein. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Marschen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst Alter, geh weg, Junge. Saftige Gewinne einfahren. Okay. Ich glaube, ich muss tendenziell eher hier warten. Sip-Bitch. Und dann hier rum, ja. Das hat schon eher geklappt. Schränkter Zugang. Aber hier haben wir es. Schluss mit diesem Unsinn. Wo auch immer wir hin müssen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und wir haben was gefunden. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige... Edge, ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja, vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Okay. Keiner gemerkt. Ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Uh-oh. Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Geldgeile Bitch. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Das sieht aus wie ein fieser Autounfall. Erinnerung remixen! Dann wollen wir mal schauen, was da passiert ist. In ihrer Erinnerung. ...20,3 Jahre zuvor. In einem Auto. Der Unfall. Okay. Silla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meriferik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorientherapie zu lesen? Ich war einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Uh-oh. Nelin, sitz still und sei ruhig. Mami, schau! Nelin, setz dich wieder hin. Nelin, hinsetzen, sofort! Kindersicherung aktiv. Uh-oh. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay?
doch gesagt. Siehst du, was passiert? Nellen, mein Bein. Das ist alles deine Schuld. Tut mir leid, Mami. Tut mir leid. Okay. Dann werden wir das mal in der nächsten Folge tun. Hier zurückspulen und schauen, wie wir das verhindern können. Dass sie diese schwere Erinnerung mit sich trägt und anscheinend ist da doch ein Zusammenhang mit unserer Hauptperson und der bösen Chefin. Uiuiui. Sehr viel, was in der nächsten Folge passieren kann. Schaltet wieder ein, morgen. Hier wieder gleiche Zeit, 8 Uhr, 20 Uhr, also Leute, haut rein, ich bin der Sepp. Tschüss.